Herzlich willkommen zu meinem Sonntags-Livestream über äh, Krypto und prof professionelles Yield-Farming. Und äh, ich freue mich, dass ihr es trotz der Zeitumstellung geschafft, hat, um, geschafft habt, um 11 Uhr hier äh, bei mir zu sein. Und ähm, ich äh, hoffe, dass ihr bereit seid für eine, ich denke, es wird eine Dreiviertelstunde über, äh, für eine Dreiviertelstunde Denksport und äh, ich bin selber noch ein bisschen müde, irgendwie fällt jetzt gerade der Anfang ein bisschen schwer, aber ich äh, werde mich jetzt mal ein bisschen warm machen und zwar geht es jetzt im ersten Thema um den äh, IFO von ähm, Typhoon, der war am Freitag und äh, da haben wir mitgemacht ähm, und ich hatte ja versprochen, nachdem ich ja am Donnerstag ein Video gemacht habe, wo ich also quasi angekündigt habe, wie das alles ablaufen wird, äh, da habe ich jetzt also ähm, vor euch zu berichten, wie es gelaufen ist. Und zwar, ähm, äh, ich gebe direkt mal den Bildschirm frei. Moment. Ja, also das Ganze lief ja auf Goose Finance. Wir sind ja im DeFi-Tutorial ziemlich viel äh, mit Goose Finance ähm, unterwegs gewesen und äh, deshalb äh, ist uns auch dieser IFO hier aufgefallen, äh, wo also Typhoon Network quasi ein äh, Token gelauncht hat. Und da ähm, ging es also am Freitagabend los und äh, also ich muss, ich denke, ich... Ich kann direkt vorweg mal sagen, dass das Ganze ist ganz, ganz ordentlich abgelaufen. Also es ist im Prinzip nichts passiert, nichts Ungewöhnliches passiert, sondern es sind keine großen Unfälle, kein großes Chaos entstanden. Es wurden vier Millionen Typhoon-Tokens verkauft. Und äh, dabei sollten ja 2 Millionen Dollar quasi äh, einfließen in diesen IFO und eine Million davon sollten an das Projekt gehen und die andere Million in Form von äh, Egg-Tokens sollte ähm, dann verbrannt werden. Das heißt also, die Egg-Tokens, die verschwinden aus der Zirkulation, die sind für immer weg. Und äh, die, an, die äh, restliche Millionen, die in BUSD eingelegt wurde, die geht an das Typhoon-Projekt. Und das hat auch exakt genauso geklappt. Also am äh, Freitagabend um äh, 7 Uhr unserer Zeit ging das los. Wobei ich jetzt sagen muss, also ein bisschen ist aufgefallen, dass ähm, auf Uhr, es war äh, 19 Uhr, und äh, auf deren Uhr waren dann noch zwei, drei Minuten äh, zu, bis äh, 7 Uhr. Und das ist eigentlich deshalb erwähnenswert, weil, ähm, also eigentlich ist es egal, aber es ist in, insofern erwähnenswert, weil schon mal bei den, ähm, äh, bei so ähm, Token-Offerings, bei so IFOs oder. IDOs oder so ein bisschen gemogelt wird, dass also manche Leute so einen kleinen Vorsprung haben gegenüber anderen Leuten. Und äh, da ist also im Prinzip, ähm, kann man da auch schon mal ein bisschen drauf gucken. Also, wenn das dann um 7 Uhr losgehen soll und dann ist irgendwie 7 .10 Uhr 10 und bei denen ist aber noch 7 Uhr oder so, ja, dann deutet das so ein bisschen darauf hin, dass da irgendwas krumm läuft. Das ist aber hier eigentlich nicht der Fall, weil ähm, äh, die Methode, nach der hier die Tokens verkauft wurden, das ist ja diese Overflow Method, so haben die das genannt. Das bedeutet, es ist eigentlich egal, wie viel da reinfließt. Das bedeutet also, es ist erstmal, wenn jetzt die zwei Millionen zusammengekommen sind, dann spielt das erstmal keine Rolle. Dann können immer mehr weiter einzahlen und die werden auch berücksichtigt, sodass also im Prinzip da nichts zeitkritisch wirklich passiert. Wir sind da aber trotzdem um 7 Uhr pünktlich quasi, standen wir da vor der Tür und haben gewartet, bis der Verkauf losgeht, weil wir einfach so ein bisschen damit gerechnet haben, das ist der erste IFO, der hier bei Goose Finance passiert ist, dass etwas Chaos sein wird und um dann vielleicht, falls irgendwie ein Server nicht läuft oder abstürzt oder keine Ahnung, irgendwie was mit dem Smart Contract schief geht oder so, dass man dann also rechtzeitig da ist, um noch berücksichtigt, berücksichtigt zu werden. Das war aber total überflüssig. Man hätte da ganz gemütlich auch noch zwei Stunden später kommen können und seine, seine Assets einzahlen können. Weil durch die Overflow-Method äh, es eben so ist, dass wenn jetzt mehr als diese zwei Millionen hier zusammenkommen, dann werden trotzdem alle berücksichtigt, nur eben zu äh, anderen Anteilen. Also das heißt, man kriegt dann eben weniger Tokens, als ähm, äh, ursprünglich hier gesagt. Also hier wird ja quasi suggeriert, dass ein Token 50 Cent kostet. Und ähm, das heißt also, man hätte dann bei... Äh, bei einer Einlage von 1000 dann eben ähm, entsprechend dann Tokens bekommen und äh, so hat man dann eben weniger bekommen, wenn man später reinkommt und schon alles ausverkauft ist. Ähm, und äh, das hat also so gut funktioniert, dass 415 Prozent von den äh, 2 Millionen, die hier zusammenkommen sollten, erreicht wurden. Also das heißt das Vierfache von dem, was eigentlich geplant war. Das bedeutet auch, jeder hat nur ein Viertel der Tokens bekommen, die ja eigentlich... Äh, haben müsste, was auch insofern nicht besonders schlimm ist, weil äh, erstmal das Gute ist, es wurden dann alle berücksichtigt, die mitgemacht haben. Und die zweite Sache ist, dass was man, also man hat trotzdem nur 50 Cent pro Token bezahlt äh, und den Rest hat man zurückbekommen von seiner Einlage. Und das hat auch funktioniert. Die, äh, also das, was wir eingelegt haben, das ist tatsächlich äh, dann zu drei Viertel wieder zurückgekommen und man hat dann eben einfach eine bestimmte Menge an Typhoon-Tokens gehabt. Ich habe das Ganze gemacht mit, ähm, dem, ähm, mit dem Wallet aus dem, äh, dem DeFi-Tutorial. Äh, und das heißt, da hat sich was verändert. Das würde ich auch jetzt gerne mal zeigen. Hier ist ja die Bilanz. Ähm, die hat sich jetzt insofern verändert, dass also die Einlage in dem BUSD-Pool runtergegangen ist. Ich habe einmal quasi entnommen, um quasi an diesem Token-Sale teilzunehmen. Dann habe ich äh, das also da eingelegt und daraufhin eben auch Typhoon-Tokens bekommen. Und zwar 316 Typhoon-Tokens haben wir bekommen für eine Einlage von 600 Dollar. Wir haben aber von der Einlage von ungefähr 600 Dollar, es waren 640 oder so, haben wir dann auch 450 Dollar wieder zurückbekommen. Ähm und äh, das ist ungefähr äh, kommt das so hin ne, mit 50 Cent. Also ich glaube, wir haben ein bisschen mehr für Zeit als 50 Cent und so 59 Cent oder so. Und äh, das ist aber eigentlich auch äh, also irgendwie normal. Ähm, kann auch sein, dass ich mich verrechnet habe, ne? weil auf dem Weg dahin, ähm, also die Werte zum Beispiel, da ist ja auch der Egg-Token beteiligt gewesen und der Kurs vom Egg-Token, der hat, war, hat auch sehr heftig geschwankt an dem Tag. Äh, der ist dann zwischen 15 Dollar und 25 Dollar immer gewesen, ähm, sodass also sich das eigentlich nicht so richtig hundertprozentig genau berechnen lässt, wie viel da wirklich eingeflossen ist, also wie viel wir bezahlt haben. Ähm, aber mein, also meine erste Berechnung war so 60 Cent statt 50 Cent passt schon. So und ähm, jetzt ist also. Die Bilanz hat sich jetzt ein bisschen verändert. Wir haben also jetzt die Typhoon-Tokens in unserem Wallet, 316 Stück. Dafür ist eben die Einlage im BUSD-Pool runtergegangen. Der Gewinn äh, ist niedriger geworden. Das liegt einfach daran, dass ähm, immer noch Kursschwankungen hier enthalten sind. Äh, zum Beispiel im ähm, Wallet haben wir BNB-Tokens und wir haben ähm, äh, die Typhoon-Tokens, die haben ja auch einen Kurs. Und das ist etwas, was ich. Ähm, ganz gerne auch noch zeigen würde, weil ähm, folgendes Thema, wenn ihr also an dem Goose ähm, Quatsch an dem Typhoon IFO teilgenommen habt, äh, dann ist ja quasi die Frage so, wo steht der jetzt der Token im Wert? Und äh, wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel bei CoinGecko ist der noch gar nicht gelistet, also zumindest gestern war er noch nicht, genau, also, das, also der ist da noch gar nicht drauf. Wenn ich hier Typhoon suche, dann bekomme ich zwar einen Token, das ist der Typhoon Cash. Wenn ich mir den angucke, ähm, der ist ähm, das ist der gar nicht, ne? Also, das liegt, das kennt man auch daran, wenn ich jetzt hier auf die Webseite gehe, dann komme ich nicht auf die Typhoon Network Webseite, sondern auf eine andere. Typhoon Network ist die richtige Seite, sodass also hier total ähm, äh, also das ist der nicht. Ne? Den, hier ist also kein Kurs auf CoinGecko. Äh, dann auf CoinMarketCap zum Beispiel. Kann man ja auch manchmal nachgucken. Sehr ja Geschmackssache. Also, hier, wenn ich den suche, hier, den Typhoon, dann ist der, glaube ich, da. Genau, hier ist Typhoon Network. Er hat aber noch keinen Kurs. Ne? Es gibt keine Kursnotationen hier, weil die die Daten noch nicht haben. Und auf irgendwelchen Exchanges wie Binance oder so ist der sowieso nicht gelistet. Also, jetzt die Frage: Wie finden wir raus, was der Wert ist? Ne? Und. Das können wir machen, weil der wird ja zurzeit schon getradet. Das hat und zwar auf den Dexes, also auf zum Beispiel auf PancakeSwap, wird der getradet. Aber die aktuellen Kursdaten, die fließen hier nicht ein in die, weil CoinMarketCap und Coingecko die offenbar noch nicht abrufen. Das wird ja auch in nächster Zeit kommen, aber noch ist es nicht so weit. Also, wie machen wir das? Wir brauchen dafür auf jeden Fall die Token-Adresse. Und äh, bei Coingecko habe ich die nicht gefunden. Die steht da noch nicht. Ähm, klar, weil der ist ja auch noch gar nicht. Aber hier bei CoinMarketCap habe ich die gefunden. Also, hier steht Binance Contracts, Binance Smart Chain. Und hier ist die Adresse von dem Smart Contract dieses Tokens. Und die kann ich hier mit diesem kleinen. Ähm, dieser kleinen Schaltfläche hier kopieren, dann ist die in meiner Zwischenablage. Und außerdem kann ich auch äh, den Token hier direkt zum Metamask hinzufügen. Das mache ich jetzt auch mal. Ich bin, ähm, äh, ich öffne mal das Wallet, wo das, äh, das war ja das einen Wallet. Und ähm, wenn ich hier also auf dieses Symbol von dem Metamask Fuchs drücke, dann kann ich den Token hier hinzufügen. Ne? Und dann ist er in meinem Metamask drin. Da ist er, 316 Taifun, Typh ne? das ist die Abkürzung oder das Symbol, wie auch immer. Und da sind die 316, die ich bekommen habe, äh, die werden mir angezeigt. So, und jetzt, wie finde ich den Kurs raus? Das mache ich, indem ich mir die Smart Contract-Adresse hier mitnehme. Ich habe die jetzt in die Zwischenablage kopiert. Die ist da also jetzt drin und äh, dann gehe ich auf Pancakeswap. Und dann mache ich einfach mal, also ich tue einfach mal so, als wenn ich jetzt einen... Äh, trade einen swap machen würde indem ich hier auf exchange gehe und zwar äh, trage ich jetzt hier statt des token namens also ich gehe hier auf from to und ich möchte jetzt wissen was ein typhoon token kostet deshalb gehe ich also äh, bei from auf den typhoon token der ist hier nicht drin den, den werde ich auch nicht finden wenn ich jetzt typhoon eingebe äh, den suche sondern ich muss die contract smart contract adresse des typhoon Tokens hier eingeben statt des Token Namens und dann wird er hier auf der Blockchain gefunden, weil in dem Moment sucht diese äh, diese Webseite auf der Blockchain nach dem Token, findet den und äh, dann kann er auch quasi äh, qu damit kann man damit auch traden. Ne? Äh, ich kann jetzt hier zum Beispiel auch auf Add klicken und dann ist der wirklich bei mir auf diesem Browser in der Liste der Tokens bei Pancakeswap drin. Also es das heißt nur, wenn ich mit demselben Browser hier auf PancakeSwap gehe, dann werde ich den auch in der Liste durchsuchen finden. Ansonsten muss ich wieder die äh, Smart Contract Adresse nehmen. Ähm, ich mache das mal, ich füge den hinzu, dann ist der jetzt in der Token Liste bei PancakeSwap für mich verfügbar und dann nehme ich mir den sodass dass von hier aus trade und dann suche ich hier natürlich eine Stablecoin äh, Variante aus, zum Beispiel den BUSD und wenn ich jetzt hier dann einen Typhoon umtausche, dann sehe ich hier natürlich den Kurs, ne? Also, wenn ich hier einen Typhoon eintrage, dann zeigt er mir an, wie viel BUSD ich bekomme und das ist ja der aktuelle Kurs. Also, ist der jetzt bei 45 Cent, ist also runtergegangen von 50 Cent auf 45. Das sind so irgendwie ganz normale Sachen. Also, dass der jetzt irgendwie nicht stabil auf 50 Cent bleibt, ist irgendwie klar, weil ja getradet wird. Dass äh, viel mehr Verkaufinteresse da ist als Kaufinteresse, ist irgendwo auch logisch, weil ähm, die Leute, die den Token schon kennen, sind jetzt in der Mehrheit. Das sind die Leute, die äh, quasi am IFO teilgenommen haben. Und die anderen, äh, weil weder Listing auf CoinMarketCap noch auf irgendwelchen zentralen Börsen noch irgendwie äh, auf Coingecko, der taucht ja nirgendwo auf. Also. Wer sollte jetzt, wie soll man jetzt auf die Idee kommen, die Dinger zu kaufen und selbst wenn, äh, dann muss, dann gibt man hier Typhoon ein, dann kommt nichts und äh, also dann äh, auf dem Wege gehen natürlich ganz viele potenzielle Käufer schon verloren und das wird sich mit Sicherheit über die nächsten Tage oder Wochen dann verbessern. Zumal bei Typhoon auch geplant ist, dass also die bemühen sich darum, bei CoinMarketCap gelistet zu werden. Ähm, und dann geht das halt so seinen Weg. Ne? Das wird man dann also sehen. Und wenn jetzt nicht irgendwelche merkwürdigen Dinge passieren oder auch so Sachen wie, dass jetzt der ganze Kryptomarkt total abrutscht oder so, dann rechne ich damit, dass das hier nicht bei 45 Cent bleiben wird, sondern das wird also mindestens mal moderat ein bisschen steigen, weil ja das Kaufinteresse etwas zunehmen wird über die nächste Zeit und das Verkaufsinteresse wird ja eigentlich tendenziell eher konstant bleiben. Ne? Ist so eine Einschätzung, keine Ahnung, kann natürlich auch alles ganz anders kommen, aber es lohnt sich hier regelmäßig zu gucken, wenn man von tokens hat, weil, wenn es hier irgendwelche dicken Ausreißer gibt nach oben, dann hat man natürlich schon mal eine Möglichkeit, ein bisschen was Gewinn mitzunehmen. Wäre also was, was man quasi ins Krypto-Tagebuch, ins Journal aufnimmt und dann da quasi zu diesen Aufgaben, die man so jeden Morgen dann mal erledigt, bei dem Rundgang, den man macht durchs Portfolio, kann man da ab und zu auch mal gucken. Wenn man will, muss man ja nicht. So und. Für uns, also für mich ist das jetzt auch der Moment, wo ich äh, Goose DeFi mehr oder weniger verlassen werde, weil ich, ähm, äh, weil diese ganze ähm, Plattform hier irgendwie auf einen, ich sag mal eher ähm, Abwärtstrend ist, so aus meiner Sicht, insbesondere der Preis vom Egg-Token, es geht ja immer weiter runter, jetzt sind wir schon bei 15 Dollar und also am Freitag waren wir noch bei 20, der wurde also ein bisschen gestützt durch diesen IFO, der Kurs, aber geht halt weiter runter, ich sehe im Moment auch kaum irgendwelche Gründe, warum der wieder hochgehen sollte, das Layered Farming ist irgendwie auch nicht besonders, ist jetzt auch nicht mehr so besonders spannend, weil also bei Layer 4 ist jetzt der Token quasi bei 40 Cent nach, nach ein paar Tagen, das war also bei Layer 1 noch ganz anders und bei Layer 3 hat es sich schon abgezeichnet irgendwie und bei Ehrlich gesagt schon von Anfang an, aber also jetzt sind wir bei Layer 4. Ähm, die anderen Layer sind mehr oder weniger leer. Ähm, Layer 1 und Layer 2. Äh, ja, also was soll man hier jetzt noch machen? Noch auf Layer 5 warten oder 6? Also es, es wird jetzt, wenn hier nicht substanziell sich was ändert, äh, wird das irgendwie nicht, äh, wird da hier nicht mehr was, wird hier nicht viel Spannendes passieren. Es gibt hier irgendwie noch so einen Versuch jetzt über irgendwie Leveraged Vaults irgendwas zu machen. U-Stake, Restake, we Also wer Lust hat, kann sich das durchlesen. Ich habe das gar nicht erst gelesen. Ähm, kann natürlich sein, dass das jetzt ganz viel bringt, aber ich bin also ich bin hier irgendwie jetzt durch. Ne? Ähm, das äh, jetzt die Frage, wie mache ich das? Wie gehe ich aus sowas raus? Ähm, das ist eine ganz, äh, das ist was, was ich über die über die Jahre erst vernünftig gelernt habe. Und zwar ist es ganz schlau, wenn man aus solchen Projekten niemals so ganz rausgeht. Das heißt, ein bisschen muss man drin bleiben und ein bisschen muss man das im Auge behalten, weil das sind die Leute, die diese plattform aufsetzen. Die sind ja auch clever und die arbeiten weiter und die haben auch häufig ein Interesse daran, ihre Plattformen weiterzuentwickeln zu ähm, und äh, nur ich habe ehrlich gesagt das Interesse verloren, das weiter zu verfolgen, weil hier nichts Neues Spannendes passiert ist, außer diesem IFO, so äh, sodass also im Prinzip ist mehr an mir als an dir. Weiter und weiter und weiter, wenn also wenn es gut läuft und es kann eben sein, dass jetzt in einigen Monaten in, oder auch in kurzer Zeit hier etwas Neues passiert, wie zum Beispiel auch dieses äh, Layered Leverage Vault oder so. Und dann ist ähm, das also womöglich, geht es dann da wieder aufwärts. Und ähm, ja, wir haben da jetzt genug Arbeit und genug Zeit reingesteckt. Das wollen wir also eigentlich auch ein bisschen mitnehmen. Und äh, daher bleibe ich immer mit einem kleinen Rest noch drin. Und das werde ich jetzt so machen. Ich habe also quasi hier in den Farms, ich habe ja quasi äh, in den IFO BUSD ähm, und Egg-Tokens eingelegt. Also LP-Tokens, die brauchte ich dafür. Und weil der ja überkauft war, äh, habe ich quasi äh, drei Viertel von meiner Einlage wieder zurückgekriegt in Form von ECB-OSD-LP-Tokens. Und die habe ich jetzt hier in diesen Pool eingelegt. Also den Rest, der übrig geblieben ist, den habe ich hier eingelegt in diesen äh, Staking-Pool. Das schöne ist, hier gibt es auch keine Deposit Fee von 0%. Das zweite schöne ist, ich bin immer noch mit dem Eck Token verbunden, das heißt, wenn der Eck Token jetzt durch die Decke geht, werde ich davon irgendwie profitieren und zum anderen habe ich hier ein bisschen Staking Rewards, die bekomme ich auch in Form von Eck Tokens und die werde ich jetzt aber die nächsten, also nur noch sporadisch abholen. Also, ich werde versuchen, das einmal die Woche zu machen. Aber wenn ich das ein paar Wochen vergesse, ist das eigentlich auch egal. Ich lasse das jetzt einfach in Ruhe und lasse das laufen. Das heißt, hier sind also jetzt so 400 Dollar drin. Und die lasse ich jetzt mal einfach, die vergesse ich jetzt. Eben. Also, ich behalte die im Hinterkopf. Aber das ist jetzt so eine, so eine eher passive Angelegenheit. Warten wir einfach mal, was hier passiert. Und wo ich jetzt also auf jeden Fall weitermachen werde, ist, dass ich die. Ähm, Typhoon Tokens nochmal genauer unter die Lupe nehme und gucke, was ich damit machen kann. Ne? Weil ich habe ja jetzt Typhoon Tokens bekommen. Die sind also meiner Meinung nach eher so am unteren Ende der, äh, der Preisrange. Und die werden wahrscheinlich steigen. Und ja, also bei Typhoon ist geplant, dass jetzt auch Staking kommt, weil die wollen irgendwie Liquiditätspools haben, um die Anonymität der Transaktionen zu verbessern. Und die bieten also auch ein Staking an und so. Und es ist aber noch nicht da. Und das, also an der Stelle werde ich jetzt weitermachen. Das Thema hier lasse ich einfach passiv im Hintergrund weiterlaufen. So. Wenn ihr dazu Fragen habt oder wenn euch beim IFO was aufgefallen ist, schreibt das doch bitte in den Kommentar oder jetzt hier in den Chat, wenn ich was beantworten soll. Ähm, ich habe hier so 10 bis 12 Sekunden Verzögerung. Ich behalte den Chat aber auch im Auge. Äh, sodass, also wenn da wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann gehe ich da auf jeden Fall drauf ein. So, jetzt kommt das nächste Thema und zwar das Thema Ellipsis. Und Ellipsis ist. Ähm, eine neue Plattform und weil die Anlage dort von ziemlich vielen Variablen abhängt, der Erfolg der Anlage dort, hat das auf jeden Fall schon mal ein kleines, ein kleines Intro verdient. Ja, Ellipsis ist ähm, ein äh, sehr neues Projekt, das auf der Binance Smart Chain am Donnerstag oder am Freitag, ich glaube am Donnerstag, war es gestartet ist. Also ganz frisch und ähm, ich finde das sehr spannend, weil Ellipsis ist äh, ein autorisierter Fork von Curve Finance auf der Binance Smart Chain. So, ich zeige noch mal kurz, ich zeige das jetzt mal auf meinem Screen. Das ist die Seite von Ellipsis. Ellipsis läuft nur auf der Binance Smart Chain, ist ein eigenständiges Team, ist also nicht das Team von Curve Finance, aber die sind quasi äh, sehr eng mit Curve Finance verbunden. Und ähm, Curve Finance ist ja so einer der größten äh, Player im DeFi-Bereich auf der, DeFi der Ethereum-Blockchain. Ich zeige auch kurz mal die Seite, die wird auch äh, jeder so mehr oder weniger noch kennen, weil die sehr eine sehr ein sehr charakteristisches Aussehen hat. Das ist so dieses äh, Amiga. Ich glaube, es ist eine Amiga-Grafik oder so. Ähm, jedenfalls ist das hier also Curve und Curve. Was macht Curve? Curve ist ein dezentraler Exchange für Stablecoins beziehungsweise für Assets, die im Preis sehr eng ein aneinander gebunden sind. Also das heißt, wir haben hier ähm, die Möglichkeit. Zum Beispiel DAI gegen USDC zu tauschen. Das sind ja zwei Stablecoins, die also an den äh, Dollar gebunden sind. Ein DAI sollte theoretisch ein Dollar wert sein und ein USDC sollte auch ein Dollar wert sein. Ne? Und äh, hier ähm, ist äh, die gibt es auch noch andere Pools mit ganz vielen Stablecoin-Assets. Ja, ich glaube, ich muss hier wirklich mal auf die, äh, nochmal schnell auf die Ethereum Blockchain gehen, weil sonst nervt hier immer dieses Pop-up. Um das zu zeigen. So. Ähm, zum Beispiel kann man hier also BUSD traden gegen die äh, drei äh, größten Stablecoins, DAI, USDC und USDT. Und ähm, das ist aber nicht das Einzige. Es gibt auch noch. Ähm, Ganz andersartige Assets wie zum Beispiel den Euro Stable Coins, den Euro S gegen den S Euro. Der Euro S ist so ein klassischer Stable Coin, der von einer Firma rausgegeben wird, die quasi die Einlagen zu den Euros hat. Also, das heißt, ein Euro S Token entspricht einem Euro bei denen auf dem Bankkonto. Wenn ich einen Euro S Token kaufe, dann kriege ich von denen den Token, die kriegen von mir einen Euro über eine Überweisung. Und der S-Euro, das ist ein synthetisches Asset, da hatten wir ja äh, letzte Woche drüber gesprochen, anlässlich von Spartan und von Synthetics. Das ist also im Prinzip ein ganz anderer Ansatz dahinter, aber auch der S-Euro sollte immer ein Euro wert sein und die kann man hier gegeneinander traden. Und ähm, die ähm, dann gibt es hier zum Beispiel auch äh, Bitcoin, verschiedene Bitcoin-Varianten die man gegeneinander traden kann und die sind die also charakteristisch hier dran ist dass diese bitcoin varianten alle Gleich viel wert sind. Also, das heißt, wenn ich hier eins gegen eins tausche, dann sollte ungefähr der gleiche Betrag rauskommen. Da das nie so ganz funktioniert bei dezentralen Börsen, sind die Schwankungen sehr, sehr gering. Also, es gibt Schwankungen, aber sie sind sehr gering. Sieht man hier auch an diesem Wechselkurs. Außerdem wird ja noch eine Trading-Fee erhoben darauf, die also dann im Endergebnis abgezogen wird. Also, es entspricht nicht ganz eins zu eins, wenn man hier arbeitet. Aber dieser Exchange darauf spezialisiert. Warum? braucht man jetzt einen eigenen dezentralen Exchange für Stablecoins gegenüber zum Beispiel Uniswap oder OneInch oder PancakeSwap oder so. Das erzähle ich nachher, da gehen wir gleich mal drauf ein. Das, das ist nämlich sehr spannend, weil diese Exchanges hier, die haben tatsächlich eine eigene, ganz eigenständige Rolle in dem Ökosystem. Also ein originären Use Case. Die sind also nicht einfach nur so ein Konkurrent von Uniswap und die machen irgendetwas, was Uniswap auch kann oder SushiSwap oder was weiß ich, sondern äh, die machen das in einer Art und Weise, wie Uniswap es nicht kann. Und äh, deshalb finde ich also Ellipsis auch sehr, ähm, also finde ich hochinteressant, weil es gibt sowas meines Wissens noch nicht auf der Binance Smart Chain in dieser Form es wird irgendwie unterstützt von den äh, leuten von curve die auf ethereum das schon sehr lange machen und sehr erfolgreich machen und ähm, äh, es, es wird also auch dringend meiner meinung nach dringend gebraucht auf der binance smart chain das projekt ist so neu dass ähm, also hier tatsächlich nur ein einziger pool Existiert, in dem man äh, traden kann. Und zwar ist das der 3-Pool und der 3-Pool, der besteht hier aus BUSD, USDC und USDT. Also diese drei Assets hier kann man untereinander swappen. Ähm, wenn ich BUSD habe, dann kann ich BUSD kaufen äh, und zwar im Verhältnis von möglichst 1 zu 1. Ne? Es gibt nur diesen einen Pool, wenn man das mal vergleicht mit Curve Finance. Äh, hier sind also eine das sind alles Pools bis hier unten zu dem Strich und äh, das ist etwas, was hier mit Sicherheit noch kommen wird, aber noch nicht da ist. Und äh, das ist für uns eine super Gelegenheit, äh, hier mit dem Staking anzufangen. Ähm, und zwar, äh, ich muss, ich schaue gerade mal in meinen Unterlagen, was wir, haben, bevor ich jetzt irgendwie zum Staking übergehe. Genau, das ist also hier kann man staken, das heißt ähm, es gibt einen Token von dieser Plattform, der heißt EPS Ellipsis. Hier steht er auch im Menü schon oben drin. Und wenn man hier also Liquidität in diesem, in diesem dezentralisierten Protokoll bereitstellt, dann bekommt man als Reward hier EPS-Tokens. Und die EPS-Tokens, die kann man dann hier wiederum staken und damit dann eben quasi noch mehr. Äh, Rewards rausholen. Wie das genau im Einzelnen funktioniert, das erkläre ich irgendwie nachher. Äh, jetzt zuerst mal, warum ist irgendwie, äh, warum ist also ein Stable coin Swap oder ja ein Stable Swap oder wie man das nennt, äh, was anderes als Uni Swap und ähm, äh, Sushi Swap und warum braucht man das? Warum braucht man dafür einen eigenen Exchange? Äh, dazu mal kurz die, äh, die Erklärung. Wie funktioniert Uniswap? Und das habe ich in meinem DeFi-Tutorial auch schon mal behandelt. Ich mache das jetzt hier deshalb eher so im Schnelldurchgang. Aber es ist einfach wichtig, um zu verstehen, wie das Ganze arbeitet. Und zwar ist das ja so, dass wir bei Uniswap Liquiditätspools haben und die Liquiditätspools, die sind, die bestehen immer aus zwei Tokens. Das heißt, wenn ich also zum Beispiel bei Uniswap Ether gegen DAI tauschen möchte, dann gibt es einen Liquiditätspool, in dem Sinn ist DAI drin und da ist Ether drin. Das heißt, wenn ich meine Ether mitbringe und die da reingebe und dafür DAI haben möchte, müssen die DAI ja irgendwo herkommen. Und die müssen deshalb schon da sein. Und deshalb hält diese Plattform Liquidität vor in Form von einer großen Menge von Tokens. Und wenn ich welche kaufe, dann werden mir die daraus gegeben und die Tokens, die ich bezahle, die gebe ich dann an diese Plattform, sodass also im Prinzip in diesem Liquiditätspool eine schwankende Menge an DAI-Tokens und Ether-Tokens ist, je nachdem, wie getradet wird. Wenn also viele Ether gekauft werden, dann wird der Bestand an Ether sinken, aber dafür wird ja der Bestand an DAI steigen in diesem Pool, weil ja die Leute Ether gegen DAI tauschen, das heißt, sie geben dann DAI in den Pool rein. Und die Frage ist jetzt, wie berechnet so ein Ding irgendwie den Preis, obwohl es ja eigentlich äh, dezentral ist. Das heißt also, es gibt jetzt nicht wie bei einer zentralisierten Börse irgendwie einen Mechanismus, ein äh, ein Team oder sowas die quasi oder Market Makers oder so die festlegen, wie jetzt der Preis ist, die oder kontrollieren würden, wie sich der Preis entwickelt und da fehlt also ein Element bei einem dezentralen Exchange, das bei zentralen Exchanges eine sehr wichtige Rolle spielt und das hat man gelöst über einen Algorithmus. Ist ja klar, weil das ist ja ein Smart Contract, ein Computerprogramm und das braucht einen Algorithmus, um bestimmte Dinge zu steuern. Und dieser Algorithmus, der ist wie ich immer sage, genial einfach. Und zwar gibt es, äh, ist es so, dass dieser äh, Algorithmus nachschaut, wie sind die Bestände in diesem Pool. Das heißt, wenn ich also im Prinzip ähm, mir den Pool angucke, Ether gegen DAI, hm? äh, dann habe ich in diesem Pool zum Beispiel 10 Ether und ich habe, ähm, 10 Ether und ich habe dann äh, sagen wir mal 15.000 dann muss ich weiß nicht warum der mir immer die 10 zu einer 1 macht der will irgendwie offenbar nicht so viele Ether in dem Pool haben ähm dann muss im das Produkt aus den beiden das muss immer gleich bleiben bei jedem Trade also wenn hier irgendetwas Passiert, wie zum Beispiel, dass jemand einen Ether ähm, kaufen möchte, aus dem Pool rausgeht, nur noch neun Ether in dem Pool, dann muss hier wieder 150.000 rauskommen. Das Produkt muss gleich bleiben. Die Frage ist jetzt, welche Zahl gehört dahin? Ne? So. Und wenn hier ein etwas rausgeht, dann muss, damit diese Zahl hier gleich bleibt, hier etwas dazukommen. Ne? Ist ja klar, weil das ist ja ein Produkt. Und wenn die linke Seite runtergeht und die, das Ergebnis gleich bleiben soll, dann muss ja die rechte Seite hochgehen. So, und wie funktioniert das? Das ist relativ simpel. Man berechnet dann, man rechnet dann eben, oder der Algorithmus rechnet. Die 150.000 durch 9. Und da kommen dann 16.666 raus. Ne? So. Das heißt, wir wissen schon mal, dass dieses Produkt ungefähr, ich habe jetzt die Nachkommastellen weggelassen, 9 mal 16.666 sind auch 150.000. Das heißt, nach dem Trade... Habe ich 9 Ether in dem Pool, das ist klar, weil ein Ether wurde ja gekauft, der geht also raus. Und ähm, wenn ich aber 9 Ether in dem Pool habe, dann müssen danach in dem Pool 16.666 sein, damit dieses Produkt weiterhin konstant bleibt. Und das heißt, damit das funktioniert müssen, muss die Differenz zwischen den 15.000 und den 16.666 in den Pool rein. Das heißt, hier gehören 1666 DAI in den Pool, damit das wieder stimmt. Und das bedeutet, derjenige, der hier diesen DAI Token, äh, den Ether Token kaufen will, der muss vorher oder während des Kaufs 1666 DAI in den Pool einlegen, damit er den einen Ether kriegt, weil sonst ist dieses Produkt nicht mehr konstant so. Und das ist also jetzt quasi der neue Kurs, weil hier kostet ein Ether 1666 Dai. Ne? Das heißt, der neue Preis, der neue Kurs errechnet sich aus den Poolbeständen. Und die Formel, die dahinter steht, das ist ja quasi x mal y gleich Konstant k. Ne? Also das heißt, x mal y muss immer gleich bleiben bei jedem Trade. Und diese Formel, die steckt hinter jedem einzelnen Liquiditätspool auf Uniswap, auf SushiSwap, PancakeSwap, auf all diesen ganzen dezentralen Börsen. Mit ein paar Ausnahmen, weil manche Börsen machen es anders, wie zum Beispiel Balancer und so. Aber das ist im Grunde hier die Formel, die bei Uniswap angewendet wird. So, und jetzt die Frage, was ist, wieso kann Uniswap das nicht bei Stablecoins? Dafür machen wir mal ein anderes Beispiel. Und zwar nehmen wir mal das Beispiel. DAI gegen ähm, USDT. Und wir sagen, wir haben hier 15.000 DAI und wir haben 15.000 USDT. Weil der Kurs ist ja eins. Ne? Also deshalb sind ja auch müssen ja auch erstmal gleich viele ähm, Tokens in dem Pool drin sein am Anfang. Das ergibt dann also quasi als Produkt. Diese Zahl hier. So. Und jetzt geht jemand hin und kauft, sagen wir mal, 2000 DAI. Das ergibt dann hier also 13.000 DAI, die nach dem Kauf in dem Pool sind. Das Produkt muss konstant bleiben. Und das heißt, wir rechnen also jetzt die 225 durch die 13.000 und kommen dann eben auf was war das 17.307 und das heißt er muss dafür einzahlen 2307 und das ergibt keinen Kurs von 1 zu 1 weil er müsste ja eigentlich, würde es ja reichen, wenn er 2000 einzahlen würde, dann würde ein DAI, der ja ein Dollar ist, einem USDT, der auch ein Dollar ist, entsprechen. Das bedeutet, diese Formel hier, x mal y gleich k, die funktioniert nicht bei Stablecoins. Die funktioniert tatsächlich bei ähm, Uniswap doch, weil die Zahlen, die Einlagen da drin so groß sind. Da sind also zig Millionen Dollar drin in diesen Pools, in diesen Stablecoin-Pools. Und wenn man dann da mit einer Tausender oder 2000er Transaktion kommt, dann verschieben sich die Preise nur minimal. Dieses Beispiel hier ist ja sehr extrem, weil wir haben ja hier jetzt irgendwie quasi äh, fast ähm, was weiß ich, 15% oder sowas von diesem Pool rausgenommen. Ne? Das heißt also, äh, Uniswap und äh, OneInch und so, die kann man tatsächlich benutzen für Stablecoins, aber nur in einem sehr eingeschränkten Umfang, große Beträge kann man da nicht machen. Und man muss also ein bisschen wirklich sehr aufpassen, was man da tut. Und deshalb, also es geht, aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Und deshalb gibt es eben Stablecoin-Pools, die ganz anders funktionieren. Und ich würde das, ich zeige das jetzt nochmal. Ich weiß, wir sind jetzt hier mitten im Bereich, also im quasi im, im Mathe-Bereich oder im Hirnjogging-Bereich. Und äh, warum nicht? Warum nicht mal genauer hinschauen? Ich habe hier also ein. Ich habe mal einen Funktionsplotter aufgerufen. Da sind ja meine alten Funktionen alle drin, die brauchen wir nicht. So. Und zwar trage ich hier mal ein x mal y gleich k. Ne? Das ist die Formel, nach der Uniswap funktioniert. Und das hier ist die Kurve, die dieser Funktion entspricht. Das sind also die Roten hier, die Schwarzen, das sind die x und y Achse, x Achse, y Achse. Und hier sieht man zwei Kurven. Das liegt daran, dass hier die Funktion auch Werte im negativen Bereich hat, die interessieren uns aber nicht, weil wir haben ja keine negativen Poolbestände. Es kann ja nicht sein, also entweder der Pool ist leer oder ist was drin, aber einen Poolbestand, der negativ ist, den gibt es nicht. Ne? So. Das heißt also, wir schauen uns diese, diese Kurve mal an. x mal y gleich k. Und bei, wenn, ich den, wenn ich k verändere, den Wert, dann wird die Kurve flacher. Und wenn ich den verkleiner, wird die Kurve steiler. Wenn ich unter Null gehe, dann kippt das Ganze. Machen wir nicht. Ne? Also K. So. Und ich habe jetzt hier, das heißt, die X-Achse sind die Poolbestände von, sagen wir mal, DAI. Und die Y-Achse sind die Poolbestände von USDT. Also das heißt, wenn ich 4 DAI in dem Pool habe dann müssen so und so viel dai äh, so und so viel USDT in dem Pool sein, also un ungefähr so 1,5, äh, 1,3 oder sowas, damit diese damit die äh, das Produkt konstant ist, ne? Also das ist x mal y ergibt das hier. Und <laughs> passiert dann verschiebt sich im Grunde der Punkt auf dieser Kurve entweder nach oben oder nach unten, je nachdem, ob Dai oder USDT aus dem Pool rein oder rausgehen. Ne? Also wenn das hier mein USDT-Bestand ist und ich kaufe USDT, dann würde sich quasi der Pool-Bestand von USDT verringern. Also würde man im Prinzip auf der Kurve hier nach unten fahren und ähm, Dafür, wenn man hier auf der Kurve nach unten fährt, also der Poolbestand von USDT runtergeht, dann steigt ja automatisch der Poolbestand von Dai, weil sich ja der Punkt auf der Kurve nach rechts verschiebt. Also wenn ich hier irgendwie, sagen wir mal, bis hier rausnehme, dann kann ich ja im Prinzip abtragen, nämlich einmal, das ist der, wenn man von hier von dem Punkt, an dem ich gestartet bin, runtergeht auf die X-Achse, das ist der Poolbestand an Dai vor dem Trade, dann kommt der Trade. Der Punkt verschiebt sich nach unten, dann gehe ich hier wieder runter und dann gibt es hier eine Differenz. Und zwar hat sich das Ganze nach rechts verschoben. Das heißt, der Poolbestand von DAI ist angestiegen. Sehr klar, weil wenn ich USDT verkaufe, dann kommen ja DAI in den Pool rein, muss also der Poolbestand auch steigen. Und das Elegante an dieser Formel und an dieser Kurve ist, dass je leerer einer der beiden Bestände wird, also das heißt, je weniger DAI in dem Pool sind, äh, je weniger USDT in dem Pool sind desto mehr DAI sind in dem Pool. Ne? Also USDT hier nur so ein kleiner Zipfel, aber DAI so eine riesenlange äh, äh, Gerade und das heißt also eine große Menge. Und das bedeutet, je weiter ich, also je leerer einer der beiden äh, Bestände wird, desto teurer wird letztendlich dieser Token. Ne? Und ähm, das ist für Ether und volatile Assets absolut ideal, weil, wenn die Poolbestände leer werden, dann, wenn ein Poolbestand leer wird, muss der andere sehr voll sein. Dadurch wird der Token sehr teuer. Dadurch wird wieder mehr verkauft und dann schwankt das also immer hier so hin und her. Und es wird natürlich nicht extrem schwanken, sondern es wird eher so in kleinem Umfang schwanken, bis dann die Preise sich verändern und dann mehr hier hoch und dann da oben schwankt und dann stürzt der Ether wieder ab. Und dann ist das irgendwo hier in dem Bereich. Aber also die Extremfälle, dass also einer den ganzen Pool leer kauft, die sind damit komplett ausgeschlossen, weil die, ähm, äh, weil die ganzen, ähm, äh, weil natürlich je leerer der Pool der Bestand eines Tokens wird, desto teurer wird der Token. Und das heißt also, wenn einer wirklich jetzt äh, auf Teufel komm raus diesen Pool leer machen wollte, dann müsste er quasi unendlich viel bezahlen, weil je mehr, je weiter er hier irgendwie in diese Randbereiche der Kurve kommt, desto Extremer werden die Preisunterschiede. Also, wenn man mal rauszoomt hier, das ist ja total krass. Das geht ja ins Unendliche hier. Das heißt also, diese Kurve ermutigt quasi dazu, zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, wie die Poolbestände sich füllen oder leeren. Und dadurch bleibt der Kurs immer an der richtigen Stelle. Das ist da das Problem jetzt mit den Stablecoins, ist aber natürlich, dass diese Kurve hier, also, wenn man jetzt so in diesem Bereich unterwegs ist, wo Stablecoins sind, so ungefähr bei 1, ne? bei der 1 zu 1 Bindung, das wäre ja hier. Ähm da sieht man schon, wie das abweicht von der 1. Ne? Das kann gar nicht funktionieren. Also, weil sobald hier auch nur ein kleinster Trade stattfindet, verschiebt sich der Kurs. Und wir wollen den Kurs ja möglichst bei 1 zu 1 halten. Also 1,05 oder so wäre okay. Aber 1,5 oder das ist ja eine Katastrophe, wenn man irgendwie quasi 100 Dollar in den Pool beim Trade reingibt und nur 50 rauskriegt. So. Deshalb ist diese ganze Kurve an der Stelle viel zu extrem. Und was man eigentlich braucht dafür, das ist im Grunde eine Konstante. Ne? Also man braucht hier in, einem, in diesem Bereich, in dem quasi die Poolbestände normalerweise schwanken, äh, da muss im Prinzip der Preis konstant bleiben, egal wie die Bestände sind. Ne? Das heißt also bei dieser Kurve hier, ähm, also bei, diesem, bei dieser Geraden, die ich hier jetzt mal eingezeichnet habe in grün, da ist das so, egal an welchem Punkt ich auf dieser Geraden bin, der... Äh, Preis, also das Verhältnis zwischen den beiden, ne? 2 zu 2, 2 durch 2 ist 1, 4 durch 4 ist 1, 6 durch 6 ist 1. Bleibt immer gleich an jedem einzelnen Punkt. Und sowas hier brauchen wir eigentlich hier. Das heißt, wenn man also im Prinzip diese gerade mal kippen würde und dann sagen würde, die ist konstant. Na. dann bräuchte man ungefähr sowas hier. Nur im Bereich von der 1. Also das heißt, die Kurve ist in den Extrembereichen. Wenn die Pools sich leeren, dann ist die weiterhin so exponentiell, weil wir wollen ja ermutigen die Leute, dass sie äh, dann quasi den Preis wieder zurückdrücken und die Poolbestände wieder normalisieren. Genau wie hier im anderen Fall, im anderen Extrembereich. Aber in dem Bereich, wo wir hier sind wo quasi die Poolbestände nicht in Gefahr sind, wollen wir eigentlich eine 1 zu 1 Bindung. Das heißt, wir wollen da eigentlich eine Gerade und keine Kurve. Und wenn man also jetzt quasi einen Algorithmus findet, der diese, der also diese Stellen hier gleich hält, ungefähr vom Prinzip her, also exponentiell hält, aber in dem entscheidenden Bereich, in dem die meisten Trades stattfinden, konstant hält, dann hat man gewonnen. Das heißt also, man müsste im Prinzip von diesen beiden Graphen, diesen Teil hier nehmen bis hier, dann müsste man hier den grünen Bereich nehmen. Und dann hier wieder den roten Bereich. Und so ein Algorithmus ungefähr, das hier ist extrem unelegant, aber so ein, äh, aber eben einfach zu erklären. Und äh, der äh, Algorithmus, den Curve gefunden hat, der ist wesentlich komplexer. Äh, die Formel ist wesentlich komplizierter. Dafür hat die aber nicht hier so einen Knick, so einen Ollen, äh, wo das hier äh, quasi so einmal komplett scharf um die Ecke biegt. Ne? Äh, und das ist was. Wenn man solche Stellen hier in solchen Kurven hat, dann ist das auf jeden Fall anfällig für Missbrauch, weil so extreme Veränderungen sind immer ein guter Angriffsvektor. Also dann, wenn ich versuchen wollte, dieses Ding hier zu hacken, dann würde ich hier an der Stelle, also bei meinem Algorithmus, den ich jetzt hier gezeigt habe, würde ich hier als allererstes mal an den Stellen, wo diese Schnittpunkte sind, mal so ein paar Fallbeispiele machen, wie ich hier die Preise verschieben kann. Ne? Indem ich hier, weil hier reicht ja an der Stelle eine ganz kleine Einzahlung, um in den Extrembereich zu kommen. Ähm, während hier verändert sich gar nichts, hier ist, ist man in einem anderen Extrembereich, also das ist so eine Stelle, da würde ich mal ansetzen, also da würde ich mal gucken, was passiert. Und das haben die mit Sicherheit gemacht, deshalb haben die auch nicht so einen einfachen Algorithmus genommen, sondern die Formel von denen, die sieht wesentlich komplexer aus, die steht mit Sicherheit im White Paper. Ich mache mal einen ganz kleinen Versuch. Ja, hier ist die äh, x mal y gleich k, ne? also das ist die Ausgangsformel und die ähm, entwickeln dann darauf basierend. Hier ist das auch mit der Kurve übrigens schön zu sehen, das was ich eben gezeigt habe. Ne? Hier ist die Kurve. Und ähm, dann geht das also hier mit den, ähm, weil auch nicht nur ein Asset unterstützt werden, wir haben ja gerade gesehen, es sind auch schon mal... Äh, Vier Assets oder drei Assets in einem Pool drin. Deshalb muss man hier mit diesen Summenzeichen und äh, Produktzeichen arbeiten, weil man addiert ja nicht nur zwei Zahlen, sondern unbekannt viele. Und dann kommt man eben zu einer anderen, ganz anderen Formel für die Preisbindung. Die sieht eben deutlich schwieriger aus oder komplizierter aus als x mal y gleich k. Im Prinzip ist es das aber. Ne? Also, ähm, also im Prinzip ist das äh, dieses Anliegen hier, dass man an der Stelle gerne also eine 1 zu 1 Preisbindung hätte. Und ähm, deshalb das war jetzt eine ganz lange Herleitung und ihr seid das ja von mir gewohnt, dass ich in solchen Dingen immer ein bisschen ins Detail gehe. Ähm, das sind also im Prinzip die, ähm, da, da da steckt quasi der Mehrwert von diesen Stable Swaps wie ähm, Curve und wie jetzt eben auch Ellipsis. So. Ähm, deshalb ist das also ein ganz eigenständiges Projekt. So, jetzt mal wieder zu dem, äh, zu dem Thema. Was, bring ich, was bringt mir das? Was habe ich davon? Also abgesehen davon, dass das natürlich was Schönes ist und dass man sich als äh, jemand, der Tokens gelegentlich swapt, äh, sollte man also immer im Hinterkopf behalten, dass man, wenn man Stablecoins äh, Stable untereinander swappt, dass man das besser auf Curve oder auf Ellipsis macht als auf Uniswap, weil man da etwas sorgenfreier äh, mit den Preisen umgehen kann. Ähm, abgesehen davon äh, kann man hier verdienen, indem man beim Staking mitmacht. Welche Möglichkeiten gibt es zu verdienen? Ich habe verschiedene gefunden. Und zwar äh, ist das zum einen, es gibt einen Airdrop. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann läuft der Airdrop noch. Und äh, zwar, das habe ich gefunden in der Dokumentation. As a result of this agreement, das heißt also, die haben einen äh, autorisierten Fork von Curve Finance, die haben also eine Kooperation mit Curve, mit dem Original. Ähm, und die ähm, in dem in der Vereinbarung steht, dass die Leute, die VE Curve Tokens haben, äh, dass die 25% des Token Supply, der im Airdrop ist, äh, das also des äh, Token Supplies bekommen. Äh, und zwar monatlich über die nächsten zwölf Monate. Und jetzt ist das ein bisschen zweideutig und ich habe wirklich eigentlich nicht gefunden, wie das tatsächlich funktioniert. Ob das die Leute sind, die quasi zum Zeitpunkt des Launches diese äh, Tokens hatten und die bekommen jetzt über zwölf Monate nach und nach das ausgezahlt oder ob das immer wieder mit neuen Snapshots passiert. Also das heißt, dass die quasi immer zu einem bestimmten Stichtag gucken, wie viele Leute wer hat diese tokens und die bekommen dann eben entsprechend äh, hier airdrops ne? das wäre also etwas was man noch mal recherchieren muss ich habe dazu noch eine andere stelle gefunden ähm hier steht basierend auf einem ve curve snapshot on a ve curve snapshot also möglicherweise ist das schon gelaufen der Airdrop läuft noch, aber die Qualifikation für den Airdrop, die ist leider schon vorbei. So, also, aber es müsste man nochmal genauer gucken. Äh, ich gehe davon aus, wir haben eine ganze Menge an Tokens. Es sind eine Milliarde, die insgesamt rauskommen und die werden innerhalb von fünf Jahren freigegeben. Wenn man jetzt mal. Ähm, bei CoinGecko, da ist das tatsächlich schon gelistet, ist wahrscheinlich auch so einer der Vorteile, wenn man irgendwie mit Curve Finance kooperiert, dass man dann da irgendwie drin, dass man dann da schnell gelistet wird. Bei Typhoon hat das ja jetzt irgendwie nicht so schnell geklappt. Die hier, der Tokenpreis ist 3,50 Dollar zurzeit. Wenn also eine Milliarde Token rauskommt, hätte man also eine Market Cap von 3,5 Milliarden. Das halte ich für ziemlich steil, aber möglich wäre das schon. Hier ist das auch ne, die vollständig verwässerte Bewertung. Das heißt also, wenn alle eine Milliarde Tokens im Umlauf sind, mal den aktuellen Kurs, das ist die äh, Fully Diluted äh, Market Cap. Und ähm, die ist dann bei 3,5 Milliarden. Wir sind jetzt bei 41 Millionen. Also, wenn der Token stabil bleiben würde, das wäre schon ziemlich. Äh, äh, das wäre schon eine Ansage. Also, das kann sein, dass er runtergeht oder steigt. Wir werden sehen. Das äh, muss man nochmal gucken. Ähm, jetzt gibt es aber auch die Liquidity Provider Rewards und ähm, da gehen 80 Prozent die kurz mal die Pools es gibt zwei Staking Pools und zwar gibt es den äh, EPS BNB Staking Pool also es das heißt dann wenn man schon Ellipsis Tokens hat dann kann man die in einen Liquiditätspool auf Pancake Swap einzahlen und äh, bekommt dann eben EPS, BNB, LPs, die kann man hier staken. Das ist die eine Variante und die andere Variante sind die 3-Pool-LP-Tokens und die bekommt man, indem man ähm, hier beim Swap, hier steht der Pool, also das heißt hier oben in der, äh, im Menü auf Home, hier kann man swappen und darunter sieht man die Infos zu dem Pool. Und hier unter Deposit kann ich einzahlen. Und zwar Stablecoins, weil das ist ja ein Stablecoin-LP. Und äh, da kann ich mir also aussuchen, ob ich BUSD, USDC, USDT oder eine Mischung aus allen dreien einzahle. Dann bekomme ich diese 3-Pool-LP-Tokens, die kann ich dann hier staken. Und dann bekomme ich, und das zeige ich jetzt mal, weil ich habe da schon mal eingezahlt gestern oder vorgestern war es glaube ich, ähm, dann bekommt man Rewards in Form von EPS. Ach, das ist ja hier gar nicht, zeige ich nachher. Hier kann man die dann abholen, diese äh, Tokens, die EPS-Tokens, die man als Reward bekommt, dann öffnet sich hier drüber so ein, noch so ein Knopf. Und äh, diese Tokens, die man da abholt, die muss man westen, die kann man nicht sofort nehmen, sondern die muss man, im Grunde sind die erstmal weggepackt, weggeschlossen für äh, drei Monate. Und in diesen drei Monaten, kann man die nur abholen, wenn man auf die Hälfte dieser Tokens verzichtet. Das heißt also, wenn ich hier die abgeholt habe, dann landen die quasi hier, die sind gewestet für drei Monate und wenn ich die vor den drei Monaten abholen möchte, dann verliere ich die. Das klingt erstmal doof, ist aber im Grunde auch gut für uns, weil natürlich dadurch verhindert wird, dass alle Leute, die jetzt einen Airdrop bekommen haben oder die jetzt irgendwie früh in die LPs reingegangen sind und irgendwie viel Rewards bekommen haben, dass sie die jetzt auf den Markt dumpen und der Kurs dann natürlich erstmal total runtergeht. Ganz nebenbei, wenn wir uns das mal schon mal kurz anschauen. In dem 3-Pool ist zurzeit eine Liquidität von. 1.440 Millionen Dollar <laughs> ungefähr würde ich sagen. Also das ist echt heftig. Und äh, also das sind 1,4 Milliarden. Ne? Und äh, hier sind 100, äh, 200.000 EPS BNB Tokens. Die sind natürlich nicht irgendwie ungefähr ein Dollar wert. Äh, die werden auch nicht ungefähr ein Dollar wert sein. Also das muss man dann auch noch mal schauen, wie viel das wirklich insgesamt ist. Die haben auch die Zahl irgendwo angegeben. Ich glaube hier. Ja, doch, es sind 1,4 Milliarden an Liquidität, die da drin sind. Ne? Nach, nach drei Tagen muss man sich mal reinziehen. Und jeden Tag Handelsvolumen 18 Millionen. Aus dem Stand, das ist echt beeindruckend. Der EPS-Preis liegt bei 3,48 Dollar. Hier stehen diese ganzen Infos auch nochmal. So, also ich habe jetzt meine LP-Tokens, weil ich hier irgendwie in diesem Pool drin bin. Dann muss ich auf Deposit gehen, die hier einzahlen und dann bekomme ich diese... EPS-Tokens regelmäßig, die muss ich abholen, dann sind die gewestet für drei Monate, ich kann die hier claimen, dafür dann aber die Hälfte verlieren, dann habe ich die sofort und kann die verkaufen oder ich warte drei Monate und was hier irgendwie äh, gewestet ist, das steht hier in dieser Liste. Wann die frei werden auch. Nämlich jetzt die ersten am 24. Juni. Ist also auch, wenn man hier mitmacht, ein wichtiges Datum, weil die Leute, die hier früh drin sind, die werden, ähm, die haben am, im, am 24. Juni das erste Mal die Chance, ihre Tokens, die sie noch haben, die sie nicht vorzeitig mit Penalty abgeholt haben, die haben also da die, das erste Mal die Chance, die Tokens abzuheben und dann zu verkaufen. Könnte also sein, dass das ein Tag ist, an dem dieser Kurs negativ beeinflusst wird. Und dann kann ich aber, wenn ich jetzt EPS-Tokens habe, dann kann ich die hier auch nochmal staken. Und zwar, indem ich die hier einlege oder hier. Und wenn ich die hier einlege, dann verdiene ich an den Trading-Fees mit die in diesen ganzen Pools passieren und das ergibt zurzeit eine APY von 40 oder ich kann die EPS Tokens auch wegschließen, also Vesting heißt, dass die nach und nach freigegeben werden und Lock heißt, dass man die wirklich auch nicht rauskriegt. Also bei Vesting kann man hier mit einer Penalty noch abheben und bei Lock kann man die wirklich nicht abheben? Dann sind die echt da drin bis zum 24. Juni. Äh, und vorher kriegt man die nicht raus, aber dafür hat man eine APY von 3422% zurzeit. Was ja ganz ordentlich ist. Und äh, zusätzlich eben noch die 39% hier in BUSD. So. Wo kommen die her? Die kommen daher, dass wenn jemand vorzeitig abhebt, die andere Hälfte, die also weg ist, die der nicht bekommt, die bekommen alle Leute, die hier ihre EPS weggelockt haben. Und das ist eigentlich eine sehr attraktive Angelegenheit, solange der Preis stabil bleibt. Und das muss man natürlich ganz genau nochmal betrachten, äh, empfehle ich auch jedem, das steht hier in, den, in der Dokumentation unten unter Docs. Da kann man unter die EPS-Token nochmal nachlesen, wie die ganzen Rewards verteilt werden, wann die rauskommen. Wir reden ja davon, dass eine Milliarde Tokens rauskommen über den Zeitraum von fünf Jahren. Äh, ganz wichtig auch hier der Punkt ähm, 20 Prozent. Davon gehen dann an das Team beziehungsweise an die Entwicklung. Also das ist eigentlich auch normal bei so Projekten, dass die Entwickler, äh, dass also das Projekt selber irgendwie Tokens bekommt, um sich weiter zu finanzieren. Äh, aber äh, die Frage ist halt in welchen Zeiträumen die das bekommen. Das steht hier auch alles drin und das würde ich euch empfehlen, selber mal nachzulesen, bevor ihr in sowas investiert. Ähm, äh, das ist auf jeden Fall ähm, schon mal der Part. Also zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht in den diesen Staking Pool EPS gegen BNB. Da könnt ihr das über Pancake -Swap, Swap regeln. Also das heißt, wenn ich hier über auf Add Liquidity gehe, dann bin ich hier schon in diesem Punkt, wo ich Liquidität bereitstelle. Das Problem wird hier ein bisschen sein, dass man dann zu dem Zeitpunkt noch keine EPS-Tokens hat. Die braucht man aber. Also müsste man im Prinzip hier die EPS-Tokens irgendwie nochmal kaufen. Ist die Frage, wie sinnvoll das ist, weil man bezahlt die ja jetzt zu 3,50 Euro. Äh 3, Und wenn jetzt äh, zwar da eine sehr hohe APY rauskommt, aber der Kurs vom EPS-Token runtergeht, dann hat man wahrscheinlich nicht viel verdient. Ist die Frage, wie sinnvoll das ist, das ist die eine Sache. Und äh, die eine Möglichkeit und die andere Möglichkeit ist eben, dass man hier in dem Stablecoin-Pool äh, in den investiert. Und dann hat man natürlich kein Kursrisiko, weil man ja äh, Assets hier stake, die an den Dollar gebunden sind. Und das äh, ist sicher, also das hier ist Nummer mal sicher, das hier ist Risiko, das hier ist ganz große Ertragschance, weil die APY sehr hoch ist, das hier ist eher kleine Ertragschance. Ähm, und äh, zum Vergleich. Bei so habe ich es letztendlich gemacht hier in diesem Portfolio. Äh, bei BiFi gibt es auch schon entsprechende äh, automatische Pools sozusagen. Und zwar kann man hier ähm, seine EPS, BNB, LP-Tokens einlegen, also das heißt, man geht zu PancakeSwap, holt sich die LP Tokens, legt die hier ein äh, und äh, dann macht äh, äh, Beefy alles automatisch holt also die Rewards ab, legt die wieder neu ein und so weiter und bietet hier im Moment eine APY von 450 Millionen Prozent, äh, was aber eigentlich nur heißt, dass wir zurzeit bei 4,29 Prozent äh, Rendite pro Tag sind. Das liegt daran, dass es alles noch sehr früh ist. Und diese Zahl, die geht kontinuierlich runter, weil je mehr Leute in diese Pools reingehen, desto mehr verteilten sich die Rewards auf, auf mehr Leute. Also desto weniger bekommt man ab. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die Kursentwicklung vom EPS-Token. Die spielt hier auch eine Rolle. Die ist zwar jetzt gestiegen äh, seit gestern, aber wahrscheinlich sind so viele Leute in diese Pools gegangen. Gestern war das noch auf 4 Milliarden Prozent. Das ist also eigentlich irgendwie eine absurde Zahl. Aber wir wissen ja, dass die APY das Ganze, diese Zahl mit Zinseszinsentwicklung hochrechnet auf ein Jahr. Warum ist das dann so hoch? Weil äh, Bifi anders als wir die Möglichkeit hat, nicht nur einmal am Tag oder fünfmal am Tag abzuheben, sondern und neu zu staken, sondern die äh, können das, weil das ein, äh, ein Skript ist, ne, ein Roboter ist, äh, die können das dann alle 10 Sekunden machen oder alle äh, 40 Sekunden oder so, je nachdem, wie es passt. Die können ja also eine ganz andere Effizienz anlegen und dadurch, dass wenn die jetzt also ähm, dreimal die Minute abholen oder so, haben die natürlich eine ganz andere Zahl an Zinsperioden und dadurch verändert sich also der Zinseszins nach oben. So. Diese Zahl ist also reine Theorie äh, und die verändert sich extrem, ne? also ganz extrem pro Tag. Das ist die eine Möglichkeit und man sieht also, man hat hier eine sehr hohe APY und wenn ich jetzt die anderen LP-Tokens habe, dann kann ich hier bei denen, bei Bifi, die auch staken, dann muss ich auch diese ganze Sache nicht manuell machen und da ist die APY dann bei 75 Prozent. Also, das heißt, das geringe Risiko bei den Stablecoins, das äh, bezahlt man durch ein eine niedrigere APY, eine sehr viel niedrigere APY ähm, ist halt Geschmackssache, wer was macht. Äh, man kann das ja auch mischen, also indem man die Hälfte hier, die Hälfte da oder man kann auch irgendwie, was aber eigentlich keinen Sinn ergibt, weil wenn man einmal die Entscheidung getroffen hat, wie man mit dem Risiko umgeht, dann ist das entweder Voll 1 oder Voll 2, möglich, also Möglichkeit 1 oder Möglichkeit 2 ist so bei mir irgendwie eher der Fall und ähm, aber man kann ja auch zum Beispiel erstmal ein paar Wochen oder ein paar Tage in dem riskanten Pool bleiben und dann später wechseln auf den sicheren Pool. Was hier noch dann als letztes dazu zu sagen ist zum Staking, wir haben hier einen Pool zur Zeit und ich hatte ja eingangs gesagt, hier rechne ich damit, dass hier wesentlich mehr Pools über die Zeit kommen und die Rewards, die verteilen sich auf diese Pools, das heißt zur Zeit, das steht hier. 80% der Rewards gehen äh, an die äh, Liquidity Providers und das sind die, die jetzt in diese Pools bei ähm, Ellipsis einzahlen, in die Stablecoin Pools und 20% an diesen EPS-BNB. 80% der Rewards gehen also jetzt an diesen einen Pool. Aber wenn mehrere Pools noch dazukommen, dann werden sich diese 80% wieder aufteilen auf die Pools. Das heißt, wenn wir vier Pools haben, haben wir in jedem Pool 20% und dann äh, nochmal 20% in dem LP. Und wenn es dann 10 Pools sind, dann sind es nur noch 8% pro, pro Pool, zumindest in der Theorie. Wie die das genau ausgestalten, äh, das hängt natürlich de von denen ab. Das heißt, sie könnten auch Pools priorisieren, indem die sagen, irgendwie das ist der wichtigste Pool, der kriegt jetzt fünft, die Hälfte von diesen 80% oder so. Äh, das wird sich dann alles in nächster Zeit noch zeigen. Das heißt also, die Rewards von diesem Stablecoin-Pool, die werden tendenziell eher sehr, sehr stark sinken und das hier wird wahrscheinlich auch sinken, weil hier viel mehr, nach und nach viel mehr Leute reingehen. Ähm, ja, ich glaube, ich habe alles irgendwie erzählt. Fragen habe ich auch keine. Genau. Ja, also was genau, was man noch mal kurz zeigen kann, ist die Wertentwicklung oder die Kursentwicklung vom Ellipsis-Token. Und zwar sieht die Kurve ungefähr so aus: Der ist gestartet in Wirklichkeit mit 1 Cent pro Token. Den hat aber keiner zu diesem Preis gekriegt oder kaum einer. Und dann innerhalb sehr kurzer Zeit auf 20 Dollar gestiegen. Und das war dann also, oder 19 20 Dollar 20 steht hier. 21,39 Dollar und dann äh, seitdem pendelt der hier so bei 2 Dollar bis 3,50 Dollar. Äh, hier 4,50 Dollar war schon mal irgendwie so ein Peak. Ähm, der hält sich also jetzt seit ein paar Tagen recht stabil da unten. Aber ich finde den Zeitraum jetzt viel zu kurz, um hier irgendwelche Vorhersagen zu machen. Also achtet bitte darauf, wenn ihr da staked, dass ihr irgendwie genau wisst, dass das Risiko, wenn ihr in dem einen Pool seid, in dem EPS-BNB-Pool, dass ihr also extrem dem Kursschwankungsrisiko des EPS-Tokens ausgesetzt seid. Und das bedeutet also, ein Invest von 1000 Dollar kann sehr schnell einen Invest von 200 Dollar, also einen Wert von 200 Dollar darstellen. Und kann aber auch sehr schnell ein Wert von 5000 Dollar sein, je nachdem wie das ist, weil der EPS-Kurs ja schwankt und dann eben auch den Wert dieser Einlage beeinflusst. Ebenso natürlich der BNB-Kurs. Und das heißt also, die schönste APY nützt eigentlich nichts, wenn die Einlage quasi nichts mehr wert ist und man dann nachher von 1000 Dollar, 80 Dollar oder 200 Dollar Reward gekriegt hat, aber die Einlage nur noch 20 Dollar wert ist. Ne? Das ist bei den Stablecoin-Pools anders und wenn man also mit Staking gerade anfängt, ist der Stablecoin-Pool wahrscheinlich erstmal die bessere Variante, um ähm, wenigstens ein bisschen sich an diese ganze Struktur zu gewöhnen und damit mal zu arbeiten. Okay, so. Das war es jetzt von meiner Seite. Für den heutigen Sonntag ist es ein bisschen länger geworden, aber es war ja auch viel Input und ich hoffe, ihr habt auch äh, in dem äh, Mathe Teil ein bisschen Spaß gehabt, weil es ja ich finde das immer ganz interessant, auch mal in diese äh, Projekte reinzuschauen, wie die wirklich funktionieren, zumal sich in dem Fall jetzt auch der äh, quasi USP, also der Unique Selling Point oder das Alleinstellungsmerkmal von Ellipsis und von Curve Finance irgendwie zeigt. Und für mich ist also äh, Curve Finance auf jeden Fall ein Blue Chip im was die Tokens angeht im DeFi-Bereich, genauso wie Yearn und also in derselben in derselben Kategorie und ich bin mir sehr sicher, dass Ellipsis, wenn man sich anschaut, dass jetzt schon 1,4 Milliarden äh, Dollar an Assets da drin sind nach drei Tagen, das ist auf dem allerbesten Weg auch ein Blue Chip zu werden, ähm, äh, zumal auch auf der Binance Smart Chain ja auch viel Traffic ist, also viel los ist und äh, das heißt also, das Ding hat irgendwie tatsächlich eine ganz eigenständige Chance, denn äh, es nützt ja auch den Binance-Usern nichts, wenn es Curve auf der ähm, Ethereum Blockchain gibt, weil man muss ja dann quasi immer hin und her springen verliert also jede Menge, ähm, jede Menge Trading Fees, äh Quatsch, jede Menge Gaskosten und so. Äh, das heißt also, Ellipsis ist irgendwie notwendig auf der Binance Smart Chain ist ein äh, äh, Protokoll, das ein Alleinstellungsmerkmal hat, äh, hat eine Partnerschaft mit einem sehr starken Partner, ist irgendwie, ähm, äh, ist wird von da aus, also kann von da aus auch quasi User anziehen und ist auf einer Blockchain, die viel genutzt wird. So, das ist meine Zusammenfassung zu Ellipsis. Also ähm, ich werde das also weiter verfolgen und euch auch auf dem Laufenden halten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und ähm, viel Erfolg beim Staken und freue mich, wenn ich euch nächsten Sonntag dann wiedersehe. Vielen Dank, bis dann. Tschüss. So, weg ist er.